Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von No One Survived. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr dabei seid. Und zwar zu einer Folge, wo sich alles um das Wasserabkochen drehen soll. Als erstes zur Info, ich habe mir extra dafür einen neuen Spielstand erstellt. Ich denke mal, den werde ich auch noch für andere Videos nutzen. Ich spiele das Spiel auch erst seit kurzem, aber kann zumindest das schon mal aufnehmen, was ich schon mal gemacht habe und was ich schon mal herausgefunden habe. Also, mit dem Geschenkpaket startet man bereits mit einem Sortiment an Waffen und einer Grundausrüstung, ein bisschen was zu essen und vor allen Dingen mit dem Topf. Tut man das nicht, muss man sich zuerst die Materialien craften. Das ist allerdings auch nicht so schwer. Zuerst benötigt man eine Steinaxt. Dafür muss man einfach hier ein paar Steine einsammeln. Die benötigt man auch für das Lagerfeuer. So, und Stöcker braucht man auch noch für die erste Axt. Und dann kann es schon losgehen. Um das Lagerfeuer zu platzieren, benötigt man den Bauhammer. Deswegen sollte man dann direkt am Anfang auch noch diesen herstellen. So. Und um Wasser abzukochen, braucht man eigentlich auch sonst nichts weiter. Gerade wenn man ohne Geschenkpaket anfängt, empfiehlt sich aber alles, was man hier am Anfang herstellen kann. Sei es der Bogen, ein paar Pfeile, der Holzspeer, das Steinmesser. Einfach alles schon direkt hier herzustellen. Um das Lagerfeuer dann platzieren zu können, benötigt man den Bauhammer. Dann noch eine Sache auf jeden Fall. Ich habe beim allerersten Mal das Feuer hier auf dem Boden platziert und auch den Kochtopf schon am Lagerfeuer ausgerüstet, um dann festzustellen, dass der Topf dann später einfach verschwindet. Deswegen renne ich jetzt einfach zu dem Ort, wo ich auch in meinem Let's Play mein Lagerfeuer platziert habe. So, und zwar hier in dieser kleinen Hütte. So, dafür benötigt man jetzt einen Stock und 6 Steine. Die habe ich unterwegs schon gesammelt. Was man jetzt noch benötigt, ist auf jeden Fall brennbare Materialien, also Stöcker oder Baumstamm. Und dann kann man den Topf auch schon hier reinziehen. So, außerdem, was dann natürlich noch wichtig ist, man kann nicht mit dem Topf hier einfach Wasser reinfüllen, sondern man benötigt eine Plastikflasche. Diese muss man erstmal finden. Also einfach das Startgebiet hier schon mal looten gehen, sobald man ausgerüstet ist. Und dann muss die Flasche natürlich auch leer sein. Und mit dieser geht es dann ab zum Wasser. Am Wasser muss die Flasche dann aufgefüllt werden, einfach hier reinziehen und dann steht dort 2 Einheiten schmutziges Wasser und das muss jetzt abgekocht werden. Also, Feuer an, schmutziges Wasser rein, kochen. Dann einfach die leere Flasche wieder drüber ziehen und schon hat man sauberes Wasser. Okay, das war's dann auch schon. Dann werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und tschö mit Öl.